Willkommen zurück bei Let's Play The Eye of the Dragon. Wir werden schon wieder von diesen verkackten Libellen bedrängt. Und die gehen mir ernsthaft gerade schon hart auf die Nerven. Wenn ich jetzt wissen, wüsste, wie die ihre verkackten Brutstätten aussehen. Ich würde die sofort auseinandernehmen. Ja, komm. Ich habe nämlich keine Lust, dass mir der Death Counter ja noch höher geht als nötig. Bam, voll auf den Kopf, Bitch. Oh mein Gott, das ist Godzilla. Oder Stego Godzilla. Für Arme. Und erledigt. Erwischt. Unglaublich, ey. Wie viele und von wo überall. Ein Kristall eingesammelt. Bam, erwischt. Stirbt an Giftschlampe. Okay, die Stadt ist ausgebaut auf Stufe 4. Ich muss dringend die Libellenstätte finden, das ist doch... Aber erstmal kümmere ich mich um den Levelaufstieg. Fähigkeit, Gift-Supernova, Todespanzer, Eile, Insektenschwarm. Ich erhöhe jetzt in erster Linie erstmal Gesundheit. Ja, Gesundheit. Auf jeden Fall erstmal Gesundheit. Die Mana-Kraft. Denn wir müssen viel mehr austeilen. Viel mehr. Und das geht nur mit mehr Mana-Kraft. Wonderland hat eine kleine Invasion. Brutstätte zerstört. Ausbauen. Die Wellen kamen immer von da. Oh, was denn jetzt? Oh mein Gott, Creepy Face. Was? Nun ist es an dir, Wildhüter. Wir brauchen einen Mann mit deinen Fähigkeiten. Es gibt niemanden, der sich so unbemerkt im Gelände bewegen kann wie du. Auf diese Weise kannst du gezielt bestimmte Gegner angreifen. In dieser Mission geht es um die Dragoriten. Sie haben sich vor langer Zeit von den Ungagoriten abgespalten. Nun, das ist eine lange Geschichte. Sie lebten zurückgezogen in einem fernen Kloster. Doch nun haben es unsere Weisen geschafft, die Dragoriten zu überzeugen. Sie haben begriffen, dass wir gemeinsam gegen Skarmor vorgehen müssen. Daher waren sie auf dem Weg zu uns, damit wir unsere Kräfte vereinen können. Doch leider hat eine Horde von Skarmors Magiern sie abgefangen und ihr Bewusstsein vernebelt. Bitte töte keinen unserer Glaubensbrüder. Sie sind unschuldig und werden wieder klar sehen, sobald die Ursache des Bannes beseitigt ist. Wir können nicht den Drachen um Hilfe fragen. Seine Angriffsweise ist zu mächtig und wir fürchten, dass die Dragoriten einen Kampf nicht überstehen würden. Oh, fuck you. Scheiß Teppichliebhaber. Oh, jetzt darf... Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt spiel ich den Knecht hier. In einer Gegend voll mit diesen verkackten Libellen. Da geht das nämlich schon los. Verdammt nochmal.
Wo muss ich denn überhaupt hin? Nach da hinten. Und davor. Unglaublich, diese Scheiße. Unglaublich. Echt mal jetzt. Fuck, 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 fuck. Wie soll ich denn so eine Chance gegen die haben? Da haben wir nämlich schon tot. Jetzt spiele ich wieder als Drache und darf erstmal wieder gegen diese schönen, nicht nervigen Libellen kämpfen. Weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Aber ich mache das anders. Moment, erst wenn die Stadt ausgebaut wird. Dann mache ich das nämlich jetzt so. Dann fliege ich nämlich jetzt erstmal hier runter und mache hier unten alles kaputt. Töte die ganzen Libellen und so weiter. Vorausgesetzt, ich finde die überhaupt. Das gibt's doch nicht. Von irgendwo müssen doch diese verdammten Libellen hier kommen. Hier nicht, da hinten nicht. Oh Mann. Moment, wie sieht denn da mit den anderen Städten überhaupt aus? Oh, Kacke. Auf nach Rockwood. Zur Reparatur. Denn offensichtlich bin ich der Messias und hier gibt's permanent auf die Glocke. Oh Mann. Überall Feinde permanent. Friss Säure. Stirb, 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 stirb. Tot? Ach du Scheiße, ist ja halb alles auseinandergenommen. Tot. So. Reparieren? Reparieren. Reparieren. Kein weiterer Ausbau möglich. Okay. Und wie sieht es mit den anderen Gegnern aus? 94, 70, 84, 100, 100, 100. Okay, zurück nach Forest. Denn wir haben immer noch ein Libellenproblem. Ein Libellenproblem, das immer noch nicht gelöst wurde.
von überall hier die Libellen. Sag mal, sind die behindert oder so? Okay, nicht behindert. Behindert ist ein beschissenes Wort. Ich entschuldige mich für diese Ausdrucksweise. Sind die irgendwie scheiße im Kopf oder so? Korrigiert. Und ihr wollt die Scheiße auf die Art und Weise haben, das könnt ihr auch haben. Drecksechsen. Ja, du mit deiner Scheiß Schockwellen da. Leben. Und Malerkraft. Und dann knallen wir noch eine Regeneration voll. Und Feuerball. Oder Giftball. Du Scheiße, aber jetzt geht's erstmal auf die Fresse. Brauchst du auch gar nicht abhauen. Verdammtes Mist, wie bleib hier? Booyah! Und wieder einer verdampft. Das gibt's doch nicht. Das muss doch hier irgendwo einen Spawnpunkt von denen geben. Da nichts, was ist da? Das sieht zutreffend aus. Ja. Zack und weg. Wir kriegen gleich auch nochmal einen verpasst. Heilung, Heilung, Heilung. Oh Mann, Ausweichmanöver fliegen. Zerstören und... Wunderbar. Jetzt auf zur Stadt zur Verteidigung. Und diese Dreckslibellen mal sehen, was sie davon haben. Alle Brutstätten zerlegt und jetzt sind die selber fällig. Oh shit, ausweichen! Oh, wow, 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 wow. Angriff der Libellen.
Oh shit, da sind aber ganz schön viele. Ausweichen. Erwischt. Und wieder eine weniger. Ausweichen, ausweichen. Ah, verdammt nochmal. Flieg doch. Kurve fliegen. Fuck you, you fucking fuck. So haben wir aber nicht gewettet. Oh ja. Ausweichen. Na, warte. Ah, verdammt. Wieder getroffen worden. Von allen Seiten gebe ich dir auf die Nase für diese verdammten Libellen, weil sie es nicht anders verdient haben. Und so kann ich wenigstens Fortschritte verzeichnen, indem ich nämlich ganz einfach die Libellen in diesem Areal ausrotte. Das war ein Fehler. Bäm. Zack, erwischt. Eine noch. Zumindest habe ich jetzt eine noch gesehen. Tatsächlich, wir haben alle Libellen vernichtet. Widerliches Libellenpack. Ha, 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 ha. Okay, Leute, das war's. Was? Libelle? Oh, Mann. Egal, das war's jetzt erstmal für diesen Part. Wir haben den Libellen einen schweren Schlag verpasst. Bis zum nächsten Part, Leute, und tschüss.